Wechsel den Führerstand und fahr auf Außenbahnhof 2. Dort stoppen und Führerstand wechseln. Fahr auf Gleis 104. Dort wechsel erneut den Führerstand und hole die Fahrgäste ab. Abfahrt am Hauptbahnhof um 5.24 Uhr. In Frankfurter Berg hast du eine Zugüberholung. Deine Fahrt endet in Bad Vilbel. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Train Simulator 2019. Ich begrüße euch heute recht herzlich hier aus Frankfurt. Und ja, ich freue mich heute sehr, dieses Video hier aufnehmen zu dürfen und zu können. Nämlich ist dieses auch das erste Video mit meinem Fahrpult im Bild, wie ihr hier hoffentlich sehen könnt, wenn alles gut gegangen ist. Und ja, ich habe es jetzt einfach mal mit dieser Kameraposition ausprobiert, die ja relativ mittig jetzt angeordnet ist. Also ihr könnt jetzt quasi so das sehen, was ich auch sehe. Und ja, ich wollte das jetzt einfach mal so probieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir begeben uns in den Führerstand und fahren jetzt mal los, beziehungsweise, genau, ich drehe jetzt hier den Schlüssel um und dann trage ich hier noch kurz Zeit ein, wir haben 18.15 Uhr, genau, so, dann hole ich auch schon mal meinen Buchfahrplan hier ran. Dann stellen wir das hier erstmal schön auf dunkel, das kann ich nämlich gar nicht leiden, dieses helle. Und dann schalten wir schon mal CV und PZB ein. Fahrschalter habe ich schon aktiviert hier mit dem Schlüssel. Dann machen wir noch die Instrumentenbeleuchtung ein. So. Licht schalten wir natürlich ein. So. Richtungswender nach vorne, ah, ist schon. Genau. So, Fahrschalter funktioniert. Ja, dann können wir uns eigentlich auf den Weg machen. Achtungspfiff geben. Und dann fahren wir langsam vor. So, ich fahre jetzt mal eben kurz hier mit F3, damit ich sehe, wer rangiert, wo wir halten müssen. Auch hier auf der Strecke fahren wir natürlich wieder ohne. Das ist klar. So, dann können wir gleich noch die ZZA einstellen, falls das noch nicht geschehen ist. Ja, 9. So, wir rangieren. Fahrmax ist dabei natürlich 25 km/h. Ja, schauen wir mal, ob ich es schaffe, so zu halten, dass hier diese Treppen schön am Führerstand stehen. Wobei mir das eigentlich meistens eher nicht so gut gelingt. Schauen wir mal. Ach naja. Also da würde man rauskommen, ne? Gut, ist natürlich doof, dass hier hinten keine Treppe steht, um wieder einzusteigen. So, wir wechseln den Führerstand. Müssen jetzt hier auch wieder CV und PZB einschalten. Ja, Führerstand wechseln habe ich schon getan. Licht. Richtungswende ist nach vorne. Das war gerade meine Katze. Sehr schön. Ja, danke dafür. So. Und dann dürfen wir auch schon. So, und wenn wir gerade noch die ZZA einstellen können, dann haben wir jetzt nämlich auch alles erledigt. Hier mein Ebis hier oben habe ich schon eingestellt. Das passt alles. Bis 6 nach Bad Vilbel.
sollte das ja soweit alles passen, dann kann ich das hier wieder ausblenden. Ich mag das nämlich auch nicht, ich fahre lieber ohne. Ja gut, jetzt haben wir hier Fahrtbegriff. Jetzt können wir auf 40 fahren. Auch wenn wir natürlich offiziell eigentlich als Rangierfahrt unterwegs sind, wären. So, ich muss den Song mal wieder ein kleines bisschen leiser drehen hier bei mir. Neben uns fährt die ICE lang. Vielleicht ist es ja der, der uns nachher Frankfurter Berg überholt. Ja, aber auf jeden Fall denkbar. So, ihr werdet jetzt natürlich hier während der Fahrt nicht alle Bedienelemente des Fahrpuls in Aktion sehen können. Ich will gerade auch die beiden Bremshebel, die sind jetzt hier, da Betriebwagen fahren, quasi außer Betrieb. Aber das wird ja mit Sicherheit nicht das letzte Video sein, was ich hier mit meinem Fahrbild veröffentliche. Von daher keine Sorge, ich habe ja auch schon geplant, wer das letzte Train Simulator Video gesehen hat, der hat mitbekommen, dass ich mit der 152 noch über die Mosel fahren möchte. Vielleicht einschalten. Übrigens frühmorgens der erste Zug auf der S6. Deswegen fahren wir auch hier am Hauptbahnhof los. Ist als Vollzug unterwegs hier, Doppeleinheit. Ich weiß nicht, ob in die Richtung hier Haartafeln stehen dafür. Sind wir. Gut, ein Stück zu spät. Habe ich am Anfang zu viel geredet wahrscheinlich. Aber gut. Das ist mir egal. Gefällt schon, oder? Nein, nicht. So, jetzt kommt die Tür zu. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, S6 nach Bad Vilbel. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Wie gesagt, keine Sorge, das hört gleich auf, hier sind zurückgehen. Sobald wir gleich oben rausgefahren sind oder die Kurve rum sind, dann wird es besser. Nicht einschalten.
Ja, wenn ihr irgendwie, wenn euch die Kameraposition hier nicht so gefällt, ich weiß selbst noch nicht, wie es aussieht, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, oder einen Wunsch, wie ich die anders hinstelle. Vielleicht so ein bisschen seitlich oder so, hat halt dann eben den Nachteil, dass ihr nicht alles so gut überblicken könnt. Das ist dann eventuell das eine oder andere Bedienelement hier, was nicht zu sehen ist. Nächster Halt, Galleswarte, Aufstieg in Fahrtrichtung links. Bin ich auch schon ewig nicht mehr gefahren. Verehrte Fahrgäste, aufgrund eines Polizeieinsatzes ist der S-Bahn-Verkehr zurzeit noch unregelmäßig. Wir bitten um Entschuldigung. Oh. Hoffentlich hat das gereicht. Ich stehe ein bisschen früh. Oh, aber gerade so. Immer muss man sich immer, wenn man hier die erste Fahrt macht, muss man sich immer ein bisschen an das Fahrzeug wieder gewöhnen. Aber ich meine, es hat ja noch gepasst, gerade so. Oh, Milchkamm. Was ist da los? Ich wäre mal schon überholt hier. Nächster Halt, Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Frankfurt Fair. Exit to the left. Das ist alles nur geklaut, ich denke ehrlich. Was soll das darstellen? Also ich weiß jetzt gerade nicht, was diese Werbung jetzt sagen möchte, aber naja. Dass Werbungen irgendwo teilweise manchmal keinen Sinn haben, sollte allen bekannt sein. Na. Nächster Halt, Frankfurt West. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Was soll jetzt aber denn? Ja, das passt einfach mal. Ja gut, logisch, wenn da vorne schon der Langzug hält. Gut. So. Achso. So, noch ein zweiter Blitzer. Hier. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich die S6 nicht einfach komplett fahre. Zum einen fand ich das Szenario so recht interessant, als ich das gelesen habe. Und zum anderen, was eigentlich ausschlaggebender war, ist, dass es halt relativ kurz war. Und jetzt so als erstes Video hier mit meinem Fahrbild im Bild, dachte ich, machen wir erstmal was Kurzes, bevor wir uns dann an irgendwas Langes mal rantrauen. Immer etwas beängstigend, wenn man hier runterkommt und hier alles rot ist. Und das eigene Signal steht dann erst hier hinter der Ecke. So müssen wir eigentlich schauen, dass wir pünktlich im Frankfurter Berg sind. Weil sonst kriegt ja der Fernverkehr, Regionalverkehr, was auch immer da hinter uns ist, Verspätung. Ja, haben wir schon die Ankündigung für 60, dass wir gleich auf die Seite gehen.
dann halt ever. Möglicherweise. Nächster Halt, Frankfurter Berg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt kann der Fernverkehr kommen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass der Fernverkehr uns überholt. Vergessen hier zu drücken. Aufgrund eines schneller fahrenden Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Ja, das ist schön. Also für die Fahrgäste nicht so, aber mein Gott. Gibt Schlimmeres. Ich kann ihn hören. Ein Intercity. Ach, das ist doch der, den wir eben schon die Parallelfahrt hatten. Die Türen sind schon zu, wie ich sehe.
Rüsselsheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das Problem ist immer, wenn man nicht weiß, wo die Harttafeln steht, wo die Harttafeln stehen, wenn man dann entweder das Risiko eingeht und ein bisschen reinrast und dann das Risiko eingeht, halt eben vorbeizufahren an der entsprechenden Harttafel, oder man fährt halt eben etwas langsamer ein und schaut, wo die Harttafel steht. Das ist auch der Grund, warum ich sehr gerne Dreifachtraktion, also Langzug, fahre. Wenn man dann immer weiß, okay, es geht bis Bahnsteigende. Oder wenn man die Harttafel zu spät sieht, ist das natürlich auch nicht so toll. Also ich muss ja schon auch dazu sagen, also das sind natürlich einige Meter, aber wenn man jetzt 10 Meter weiter vorgefahren ist, ist das in meinen Augen jetzt nicht so schlimm. 10 Meter früher halten ist manchmal nicht so gut. Wobei 10 Meter später natürlich bei der Harttafel, die wir jetzt hier vor uns sehen, gerade auch nicht so gut wäre. So, nächstes Halt ist schon Bad Vilbel. Oder Bad Vilbel. So, endet dann unsere Fahrt.
Nächster Halt, Bad Vilbel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte steigen Sie alle aus, der Zug endet dort. Wir verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. So, Endstation. Ja, damit wären wir angekommen. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, hier unterwegs zu sein. Ich trage eben noch schnell die Zeit hier ein. Wir haben jetzt 18.48 Uhr. Ja. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir wieder unterwegs sind hier im Train Simulator mit einem Fahrpult oder auch gerne in einem anderen Projekt. Und ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich mal fahren soll, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Da freue ich mich dann sehr drauf. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Und sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.